aus zum schiefen Land, so welch ein Ort. Da treffen sich Helden von nah und von fort. Mit Bier und Gesang, bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein. Hallo meine lieben Hobbyleuts und willkommen zu einer neuen Folge im Wirtshaus zum schiefen Rad. Hier bei mir ist wieder der König auf dem Berg. Heiko, sag hallo. Hallo. So, erstmal ein Prost hier. Wir haben unsere Humpen. Wir haben wieder die Humpen. Aber richtige Buckmannshumpen. Ja, diesmal schon, ja. Ich mache bei Gelegenheit mal ein Bild und dann zeige ich es mal. So, Prost. Wie war das? Hau weg die Scheiße. Hau weg die Scheiße, genau. Hau weg die Scheiße. Also, meine lieben Hobbyleuts, heute geht es um das Thema Krieger des Chaos von The Old World. Ja, ich habe hier für mich zumindest visuell, habe ich das Hauptregelbuch aufgeschlagen. Und da sehen wir jetzt eine richtig schöne Chaos-Armee, Krieger des Chaos-Armee. Ich sehe Chaos-Barbaren, ich sehe einen Chaos-General zu Fuß, ich sehe Chaos-Krieger, ich sehe Verstoßene, ich sehe einen Chaos-General auf einem Manticore, Streitwagen, einen Dämonenprinzen, Chaos-Bruten, Drachen-Oger, mystische Gebäude, Gelände. Ja, Heiko. Na, zum Glück hast du nicht in deine Vitrine reingeguckt. Da siehst du das Ganze auch. Ja. Nur mehr 3D-mäßig. Ja. Der Heiko ist von uns auch so ein Chaos-Spieler, kann man sagen, beziehungsweise Chaos-Tiermenschen. Ich dachte, wir hätten das schon geklärt. Ja, haben wir ja auch schon. Aber sagen wir es mal so, diese Faszination fürs Chaos ist bei dir ja auch allgegenwärtig. Ja, sind ganz nett. Krieger des Chaos, was sagt dir das? Was spricht dich bei diesen Kriegern des Chaos als allererstes an? Ja, die Jungs in dicken Rüstungen, hallo? Klar. Was sonst? Logisch. Also klar, die Krieger des Chaos, ne? Und ganz klar, auch ihre Anzahl an Monstern, die sie halt dabei haben. Ja, früher waren es noch Dämonen, das fand ich noch reizvoller. Die Bücher noch eins waren, aber jetzt sind ja getrennt. Ja. Dann die Ritter, die Durchschlagskraft. Das ist eine Nahkampfprügelarmee. Es ist halt einfach so. Sie haben mit Beschuss nicht viel am Hut. Ja. Wie man es halt so kennt. Gegebenenfalls noch Magie. Ja, Magie noch, ja. Aber den klassischen Beschuss, wie man meint, so von wegen mit Kriegsmaschinen. Ja, sie haben eine. Aber den Todbringer nimmt man oder man lässt es. Das Zusammenbauen von dem Ding ist immer die Hölle gewesen. Das ist auch jetzt noch. Also Todbringer, geiles Modell, keine Frage. Ja. Aber... Das tötet die Nerven, deswegen Todbringer. Ne? Wie sind deine Erfahrungen mit dem Chaos? Ich meine... Also ich selber habe die Krieger ja so gar nicht gesammelt. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Tiermenschenspieler. Mhm. Mit den Kriegern habe ich wenig gemacht, muss ich zugeben. Ich finde sie ganz nett, ja. Mal als Abwechslung. Aber die Erfahrung ist halt einfach, nimm einen Block Ritter, lauf durch und dann gucken wir mal, was übrig bleibt. Wir zerhacken den Feind. Mm. Entweder komme ich an oder nicht. Das ist so, dass sie haben das Potenzial anzukommen, sagen wir es mal so. Das wird jeder bestätigen können, der schon mal so die dick gerüsteten Typen da starke im Einsatz gesehen haben. Ja, 2+ Rüstungswürfe, hohe Moralwert, teilweise Imo gegen Psychologie, das heißt, wenn du von den 20... Mal des Lanisch, ja, oder jetzt auch wieder, was jetzt wieder da ist bei The Old World, das ist ja dieses Mal des Ungeteilten, das ist ja tatsächlich wieder da. Das war, glaube ich, Moralwerttests wiederholen, ne? Ja, oder? Das war Moralwerttests wiederholen, aber nur von, was war es, Panik und noch irgendwas, Angst, ja. Entsetzen, Panik, ich glaube, da durfte man mit dem Mal des Ungeteilten, durfte man wieder spielen. Mhm. Ist ganz interessant, ja. Ja, und wenn man den Fokus halt wirklich auf diese Krieger des Chaos hat, also die Jungs in ihrer kompletten genau. Angst, Chaos... Panik und Entsetzensteste darf man wiederholen. Aber auch so, ne, die Krieger des Chaos,
die Kerntruppe, die haben jetzt keine Chaos-Rüstung mehr. Die haben nur eine schwere Rüstung. Richtig. Außer die Auserkorenen. Die tragen tatsächlich wieder Platte. Aber das sind dieselben Modelle. Ja. Du machst sie ja einfach nur zu. Richtig, richtig. Und du darfst, musst halt wieder aufpassen, bei deinem, wenn du die Armee auswählst, du darfst nicht so viele auserkorenen Einheiten haben. Weil die ja schon besonders sind. Die sind ja schon, also wo die hinlangen, wächst kein Gras mehr, ne? Wie es so schön heißt. Mhm. Du darfst tatsächlich, und das ist nicht, noch nicht mal an Punkte gekoppelt, du darfst eine auserkorene Einheit, entweder Chaoskrieger und Chaosritter haben. Ne? Das heißt, also eine zu Fuß eine und eine Rittereinheit. Aha, ja. Die haben eine 0-1 Beschränkung und sind noch darüber hinaus Elite halt. Ne? Mm. Aber nur 0-1. Und da heißt es nicht pro 1000 Punkte, sondern generell. Also bei 1250 Punkten mache ich so eine Rittereinheit rein, 5 Stück. Ja. Und so eine 20er Einheit Chaoskrieger mit einer Kommando dazu. Richtig. Handwaffe, Schild. Das kannst du machen, ja. Das ist kein Problem. Okay. Jeweils zu Auserkorenen. Solange du das mit den Punktkosten berücksichtigst, bei 50% ne, als Elite, da muss man dran denken. Ne? Ja, 50%. Die 50% und es gibt ja noch mehr, was in die Elite-Sektion mit reinfallen. Ne? Da brauchen wir ja nur die Trolle zu reden. Wir hatten ja auch bei unserem 500-Punkte-Testspiel, was wir da machen wollen, da waren ja auch zwei Trolle dabei. Das ist übrigens immer noch in Arbeit. Also ja, wir arbeiten noch. Asche dran. Auf mein Haupt, das wird kommen, definitiv. Ja, ja, Chaos-Trolle hier. Chaos-Trolle. Ja, das sind ja diese alten Modelle. Die sind ja richtig cool. Die passen geil, ja die gefallen mir richtig gut. Ja. So schön, schön mutiert richtig, ja. und so ausladende Gesten. Wahnsinn. Mhm. Richtig. Hast du eine Lieblingseinheit bei den Kriegern des Chaos? Oder würdest du dir eine... Welche Einheit, wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre deine Lieblingseinheit? Also, oder Einzelcharaktermodell oder... Sag mal eine Einheit, ist vielleicht besser. Eine Einheit. Och, ich finde die Chimäre ganz nett. Die Chimäre, okay. Die Chimäre, ja. Mhm. Also ich habe ja noch das, ich habe es ja damals geholt, weil ich es bei Glotkin, bei den Tiermenschen mit reingespielt habe, über die Glotkin-Liste damals. Ah. Deswegen habe ich eine. Ich finde die ganz nett, weil gerade um Sachen zu jagen und sie hat auch noch die Stärke, wie es jetzt ist, in dem The Old World, finde ich so auch nicht verkehrt. Ganz kurz, Glotkin war eines der Bücher, dieser, wie wir nennen es so ein bisschen spaßeshalber, der verbotenen Bücher von End Times. Richtig. Das war so ein bisschen die Erweiterung von Warhammer Fantasy 8. Edition und danach kamen die verbotenen Bücher, die End Times Bücher. Und da war eines dieser 5 Bücher, war das Buch Glotkin. Und aus dieser hat der Heiko. Aus dem habe ich dann die große Chaos-Armee-Liste, konnte ich dann alles wieder mischen, wie ich wollte. Ja. Und für mich war es nur wichtig damals mit den Tiermenschen, dass ich halt Zugriff habe auf aktuelle Regeln, weil die Tiermenschen haben ja in der 8. Edition kein Buch bekommen. Und ja, genau. Da konnte ich mich so ein bisschen, und da fand ich es ganz witzig, dann mit einer Chimäre da mal zu arbeiten oder so, weil das war mit eines der stärksten Monster, über das ich dann da verfügen konnte. Das Deswegen hatte ich mir mal eine bei eBay oder so, habe ich sie mal erstanden. Das war ganz lustig. Ja, gut, das, die drei Köpfe kann fliegen, ist ein Monster, entsetzen, also bot eigentlich nur... Hat noch einen Regenerationswurf gehabt, wie es jetzt ist, weiß ich jetzt gar nicht. Den konnte man noch kaufen, glaube ich, damals. War ganz nett. Regeneration ist sowieso jetzt nicht mehr auf 4 plus, sondern auf 5, ne? Es kommt drauf an, was in den Klammern hinten dran steht. Es gibt Regeneration 6 plus, 5 plus, genau. Nur auf die Klammer 4 plus. Es kommt immer drauf an, was in den Klammern steht. Mhm. Ja. Ja, was bei den Kriegern des Chaos, was für mich so die Favoriteneinheiten sind, ich liebe ja das Barbarenthema. Also das hat für mich so, also die ganz normalen Barbaren des Chaos und auch die berittenen Barbarenreiter. Also sicher, die können das, können es natürlich nicht aufnehmen. Dann wirst du dich jetzt über das Arkan-Journal freuen. Was steht da drin? Also was ich jetzt so mitgekriegt habe, ich hatte gerade die Tage mit meinem Freund, da hatte ich drüber gesprochen, hat er mir gesagt, dass da drin tatsächlich dir die Möglichkeit besteht, dass du eine komplette Barbarenarmee spielen kannst. Ah, das wäre schön. Also komplett mit Held, mit allem drum und dran, im Stil von diesen Barbaren. Ja. Ja.
Also ich habe ja eine barbaren ausgerichtete Chaosarmee. So ich weiß, du hast ja alles damals umgebaut dafür. Ja, weil ich finde, ja, die sind nicht so stark, haben kaum Rüstung und so, die fallen eigentlich wie die Fliegen bei Beschuss und so. Weiß ich alles, aber ich finde, die sehen so cool aus. Ja. Ja, wie gesagt, sie kosten ja auch nicht viel dafür. Dafür hast du viele. Ja, wilde Muskelberge, die auch noch kämpfen können. Ja. Und das immer noch mit KG4. Ja. Und mit was sie da rumlaufen. Inifier also. Auch noch oder nicht mehr? Inifier. Ja, müssten sie haben. Also hatten sie damals, werden sie auch wahrscheinlich heute noch haben. Chaos Barbaren. Also die, was ich sehr interessant finde, die Chaos Ritter. Haben wir nur noch eine Inifier? Hatten die nicht eine 5er sogar beim letzten Mal noch? Ich glaube schon. Nee, die Barbaren haben nur noch eine Inifier. Normale Menschen. Oh. Mhm. Aber haben KG4. Und die außergewöhnlichen Chaoskrieger, die haben sogar auch Inifier. Ich weiß, dass der auch mal höher war. Interessant. Ja jedenfalls finde ich halt so diese barbaren Reiter mit ihren Wurfspeeren zum Beispiel. Das war so die einzige Einheit, sage ich mal, vom Chaos, wo du auch ein bisschen schießen konntest. Vor allen Dingen war es halt eine ultra taktische Einheit. Ne? Ja. Du hast den. Du warst mit denen, konntest du alles jagen, was da war. Mhm. Das war halt, du konntest die Flanken umlaufen. Ja, das war schon eine coole Einheit, muss man sagen. Ja, und du konntest denen ja auch zwei Handwaffen geben auf dem Pferd. Genauso wie den Barbaren zu Fuß. Du konntest da richtig übel, konntest denen zwei Handwaffen geben, kann man immer noch, glaube ich. Ne? Du kannst denen diese Flegel geben, ne? Handwaffe, Schild. Du kannst ihnen auch leichte Rüstung noch geben. Also die Barbaren kannst du richtig hoch pushen, dann auch, glaube ich, noch mit den Malen, ne? Ja, die können wieder Male kriegen und alles. Maltes Korn, ja, den gibst du dann Maltes Korn, haben sie, glaube ich, noch Raserei. Das heißt, die haben zwei Attacken im Profil. Also, wenn die Barbaren ankommen, dann tut's weh. Dann tut's weh. Ja, aber wie gesagt, es muss funktionieren, ne? Ja. Und es kostet alles Punkte. Absolut. Wenn du eine 20er-Einheit hast, dann sind das mal schlappe 20 Punkte für ein Modell, für das, dass die Einheit dieses Dings bekommt. Ein Punkt pro Modell für das Mal. Ungeteilt haben alle Einheiten gleich. Von Anfang an, von Haus aus. Das heißt, Paniktests und Entsetzen und Angsttests. Darfst du wiederholen? Boah. Ist doch okay. Slanesh, wenn du das wechselst, dann da ist es so, bist du sogar immun gegen den ganzen Krimp. Schnitt Moralwert von 8. Ist ordentlich, finde ich. Ja. Weiß es gar nicht. Ist, ne? Slanesh, immun gegen Psychologie? Ich glaube. Ne? Was ich cool fand, war, dass sie die Drachenoger wieder drin hatten. Ah, immun gegen alle Paniktests. Immun? Bei Slanesh. Ist immun gegen Paniktests und kriegt noch zusätzlich plus 1 auf Initiative? Initiative, plus 1 Initiative. Boah. Also in der ersten Nahkampfrunde. Unabhängig davon, ob sie angegriffen werden oder ob sie angreift. Ja, das ist auch schon mächtig. Diese Drachenoger, dass die wieder reingekommen sind, da war ich richtig froh. Ich hatte die zwar mal, ja. Aber die hatten mich, als wir der Old World kamen, hatten sie mich jetzt nicht direkt abgeholt. Aber ich finde es halt eine echt krasse Einheit. Die wirkt halt massig. Ist halt leider sehr beschussanfällig, wie halt viele andere große Monster. Mittlerweile muss ich sagen, das war in der 8. Edition so. In der 8. Edition sind sie gefallen wie die Fliegen. Mittlerweile gibt es so manche, Synergien, muss man dazu sagen. Du musst eine Einheit Drachenoger spielen bei den Kriegern des Chaos, damit du einen Drachenoger Chargott spielen darfst. Ohne geht's gar nicht. Ah, also auch ist ein Held, ne, oder was? Nee. Der Drachenoger Chargott ist wie immer eine seltene Auswahl. Aber damit du den überhaupt spielen darfst, heißt es nämlich hier bei seltenen 0 bis 1 Drachenoger Chargott pro Einheit Drachenoger. Das heißt, wenn du keine Einheit Drachenoger auf dem Tisch hast, darfst du kein Drachenoger Chargott spielen. Ja. Und dann sind wir schon wieder bei dem, das muss man dabei haben. Klar. Na? Also ich sehe ja hier die große Chaos-Krieger-Armee, aber es fehlt mir etwas.
Und zwar auch etwas Großes. Erinnerst du dich noch an diesen Schrein des Chaos? Ach, du meinst diesen Chaos-Schrein, der von diesen zwei, was waren das? Ogre, Trolle, es waren glaube ich Ogre. Weil der fehlt hier komplett. Ja gut, was auch noch fehlt, was die meisten auch kennen dürften, was ich selbst nicht verstehe, warum es nicht dabei ist, das sind die Schädelbrecher. Die Schädelbrecher? Sind auch nicht drin. Stimmt. Diese keine Schädelbrecher, keine Schlechterbestie, keine Wandlerbestie. Genau. Alles weg. Haben sie komplett rausgenommen. Das fand ich so schade. Das wieder reinkommt? Was meinst du? Ja, ich weiß nicht. Gut, das ist jetzt mit, ich glaube, Age of Sigma, glaube ich, ja, das bekommen diese Figuren, oder? Oder kommt das im Special zurück? Also, soweit ich weiß, beim Arcane-Journal ist es auch nicht vorgesehen, dass das wiederkommt. Die Schädelbrecher sind nicht drin. Da sind wirklich saugeile Modelle. Es sind nicht nur saugeile Modelle, die hatten, das war eine schwere, wie heißen sie, monströse Kavallerie. Die hatten ordentlichen Schlag gehabt, plus zusätzlich gut Rüstung. Mhm. Die ist komplett weg. Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass sie jetzt hingehen und sagen, naja, wir haben die Krieger des Chaos und die Tiermenschen. Die sind in diesem, nicht dran, der Herr, wie heißt das andere, kriegerische Hordenbuch. Mhm. Da müssen die Krieger des Chaos, steht explizit drin, naja, wenn du manche Einheitenwerte haben möchtest, dann musst du in die Liste der Tiermenschen gucken. Weil dort stehen dann zum Beispiel die Drachenhunger drin. Die stehen nicht bei den Kriegern des Chaos dabei. Aber in der große Heer-Zusammenstellungsliste, da stehen sie hier drin. Und da steht dann eiskalt, naja, viel Spaß, guck bei den Tiermenschen, da stehen die Regeln. Das finde ich irgendwie, gerade wenn man weiß, wie bei Chaos, da ist noch mehr in der Hinterhand. Ja, also das war, glaube ich, wo ich am meisten überrascht war. Weil ja, mein Bruder Thorsten zum Beispiel, der hat ja eine Chaos-Armee. Ja. Und da waren so Schädelbrecher drin, diese Mualit-Bestie. Diese Wandlerbestie. Mutalit-Wandlerbestie. Genau, ja. Und der hatte doch auch die schlechte Bestie. Ja, beides. Der hat beides gehabt. Ja. Ja, und plötzlich weg. Richtig, weg. Brauchst du nicht mehr. Kannst du hinstellen, kannst du sagen, oh ja, nice halt to have, Monster. Aber weg. Fand ich sehr schade. Ja, aber... Weil gerade das die ist beim Chaos. Auch in keinem Journal, oder? Nein, im Journal ist es nicht drin. Im Journal haben sie jetzt nur. Was waren's? Sie haben einerseits haben sie nur diese Barbarenstämme drin, dass man also Barbarenhorden spielen kann. Mhm. Ach, und noch irgendeine Armee-Zusammenstellungsliste. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Waren zwei große Armeen drin, ne? Was man ja immer machen kann, so diese extra Zusammenstellungslisten, die dann drin sind. Auch bei den anderen Journals, wo sie drin waren. Aber ansonsten, das ist echt komisch. Schade. Ich hatte halt eigentlich auch gehofft, dass die Schädelbrecher wieder drin sind. Gerade so als Kornvertreter, ne? So. Ja, natürlich. Also, die haben ja schon aufgeräumt, ne? Auch wenn wir noch dran denken hier, ne? An die ganzen Schlachten, wo die Schädelbrecher dabei waren, das war eine Gefahr. Die hat da gestanden und... Es war der Hingucker auch mal. Auf jeden Fall. War auch super bemalt, alles zusammengebaut. So. Also da hoffe ich mal, dass da noch ein bisschen was kommt. Also, na ja gut, jetzt wo das Arcane-Journal ja draußen ist, sehe ich da eigentlich erst einmal keinerlei Chance drin, dass ich da was tun würde oder was ändern wird. Weil jetzt ist es ja erstmal so weit raus. Jetzt ist das nächste, was hast du gesagt? Imperium, glaube ich, das nächste, was kommen soll. Also nach dem Chaos wollten sie Imperium rausbringen. Und Imperium, Chaos und sogar Waldelf, glaube ich. Imperium und Waldelfen, meine ich. Okay. Aber ich kann mich auch irren. Also ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ja. Nee, aber wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal rum. Ne? Wie bei den anderen Armeen ja auch. Da kommt jetzt erstmal nichts anderes mehr. Das Arcane-Journal ist jetzt raus und ich bin gespannt. Ich warte noch drauf, dass es in der Community dann zum Übersetzen da ist. Dann drucke ich mir das wieder aus, wie ich es mit den anderen gemacht habe. Und mal gucken. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, und zwar als damals das Chaos die neuen Figuren bekommen hat, also die neuen Chaos-Krieger zu Fuß, die neuen Chaos-Ritter und diese neuen Chaos-Bruten, die es dann gab. Die aus Plastik meinst du? Aus Plastik.
und die Streitwagen. Ja. Weil du kannst ja diesen Streitwagen in diesen Blutbestien-Streitwagen bauen. Das ist die richtig. Blutbestien. Und der andere ist dieser normale Streitwagen. Ja. Und das waren für mich so die größten Neuerungen, die da eigentlich gekommen sind. Für das Chaos. Und natürlich der General des Chaos auf dem Manticore. Mhm. Finde ich saugeiles Modell. Ja, ich weiß nicht. Also da gibt es andere Hersteller, die machen schönere Manticore wie den. Also ja. Mein Fall ist es nicht, wenn ich da so an den von Raging Heroes denke, das ist ein Manticore, das ist doch kein Manticore. Ich weiß nicht, ja, das sieht eher aus wie ein Geschmackssache. Das sieht eher aus wie so ein gerupftes Vieh. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen geflattert, stimmt. Ja, also halt, irgendwie. Aber ich kenne noch einen anderen. Die hatten doch ja, ein anderes Modell. Ja, das war ja. Finde ich, also die hatten noch mal ein anderes Modell gehabt. War das nicht diese Chimäre, die du umbauen konntest in so ein Manticore? Und ist da doch der, dann, oder? Ist das der? Nee. Nee. Ich erinnere mich, dass du diese Chimäre umbauen konntest in einen Manticore und da konntest du deinen General draufsetzen. Oder spinne ich jetzt? Nee, das ist doch das Modell, das Plastikmodell, was du da hast auf dem Bild. Das müsste das sein. Das Grundprinzip ist doch dasselbe, oder? Echt? Kenne ich jetzt nicht. Aber ja, ich meine das, also wie gesagt, ich meine, das wäre so, dass du den Manticore da draus bauen kannst, ja, und auch das andere. Was auch auffällt, also mal gut, die Streitwagen jetzt mal außen vor lassen, die haben ihre Stärken und Schwächen, je nachdem. Ja, je nachdem. Zählen beide als schwere Streitwagen, krachen ja, übel irgendwo rein. Natürlich. Der andere verursacht halt noch ein bisschen mehr Angst, weil er halt dieses Bestien-Ding da vorne dran hat und ist auch ein bisschen stärker halt, dadurch, dass das Reittier halt massiver ist mit dieser Schattenbestie da vorne dran. Ja. Genau. Ich finde es ja witzig, dass die Dämonen des Chaos ja nicht übernommen worden sind, aber hier ist ein Dämonenprinz drin. Ja gut, der war ja schon seit jeher bei den Kriegern dabei. Ne? Ein Held oder ein Kommandant, der zum Dämonenprinz hochgehoben wurde. Also ja. Das irritiert mich halt ein bisschen. Du hast dann einen Dämon deiner Armee. Aber ja klar, für das Chaos ist das eigentlich prädestiniert. Ja, natürlich. Ja. Sei mal eher froh, dass mittlerweile diese Tabelle, wo sie drauf gewürfelt haben, diese Auge der Götter-Tabelle aus der 8. Danke, ich kam gerade nicht auf das Wort. diese Auge der Götter-Tabelle, dass die ein bisschen entschärft wurde. Da kannst du nicht mehr so ohne weiteres jetzt mal, oh guck mal, ich hole mir jetzt mal einen Dämonenprinz. Da musst du so, wenn du im Nahkampf bist, was ich deine Einheiten Champion, was ich dein Held? Ja gut, also im Moment ist es so, witzigerweise, die Tiermenschen haben dieselbe Liste bekommen. Mhm. Jetzt. Ich sage ja, es ist viel zusammengelegt, gerade bei diesen zwei Fraktionen. Mhm. Deswegen werden sie auch hier bei der verbündeten Kontingent als normale Verbündete gesehen und nicht zweckmäßig oder verdächtig. Mhm. Das ist wirklich, weil die Armeen haben halt viel gemeinsam. Ja. Ist halt so, der, wie heißt der? Diese Auge der Götter-Tabelle, das ist ja jetzt nur noch der Blick des Chaos, oder wie sich das nennt. Blick des Chaos? Ja, irgendwie so. Das hat jetzt einen kleinen Also dein Chaosheld, was weiß ich, spricht eine Herausforderung und kämpft gegen den General des Gegners. Richtig. Und so, dann hast du diese... Und der gewinnt immer gegen Blick den? Der so? Götter, genau. Blick der Götter. Blick der Götter. Deswegen, das ist nur noch diese Blickgeschichte. Ach, nur noch das ist nur noch ein W6 und dann kann halt alles bei rauskommen. Ne? Mhm. Aber... Was im besten Fall, was im schlechtesten? Ja gut, das Schlechteste ist immer noch vom Chaos verdammt. Ja, der Champion wird von Visionen geplagt, mhm, und der liegt für den Rest vom Spiel Blödheit. Ja? Und falls er Blödheit schon hat, kriegt er sogar noch mal -1 auf den Moralwert. Super. Ja. Kumulativ? Dafür ist es dafür kumulativ. Das heißt, jede Runde, das bleibt für den Rest vom Spiel bestehen. Da gibt es auch Sachen jetzt drin, diese Blick der Götter-Tabelle. Du musst keine Herausforderung mehr aussprechen. Das ist jetzt ein Befehl. Ein Befehl. Richtig, das machst du am Anfang deines Zuges. Okay. Da wenn du in der am Anfang deines Zuges in deine Befehlsphase kommst, wenn du Befehle also sprechen ohne, kannst, dass du über, erste ohne, dass Runde du irgendwas bist dran, machst. Du okay. bist dran und sagst dann, okay, der Held musst da drüben. Musst du das machen? Nein. Du kannst. Kannst das. Du kannst. Aber du sagst dann, ich muss den W6 nehmen und werfen. Okay.
Du musst dich aber dann an dieses Ergebnis halten. Richtig, du kannst nicht sagen, oh, ich habe es mir gerade überlegt, weil ich ja, die Blödheit gefällt mir jetzt nicht. Ne? Genau. Dann ist das halt doof. Okay. Erinnere dich an das Spiel, was wir hier hatten, wo ich das bei dem Tiermenschen-Schamanen gemacht habe. Ja. Und habe dann auch gesagt, ich würfel halt da drauf, ja, dann habe ich Blödheit für den Rest vom Spiel. Super. Klasse. Und jede Runde musst du entscheiden, musst du würfeln, dein Moralwerttest für die Blödheit. Und dann hat er sabbernd in der Ecke gestanden, weil er nichts mehr gemacht hat. Ja. Aber du kannst natürlich auch gut würfeln. Ja, natürlich. Ist halt, wenn du natürlich richtig werfen kannst, dann werden Attackenwerte erhöht, Kampfgeschick erhöht, Widerstände, Initiative, keine Stärke. Doch Stärke auch beim letzten. Das ist halt wirklich, der Champion wird bei Apotheose, vorher war das der Dämonenstand, in den er erhoben wurde. Mhm. Also der Chaosprinz. Der Chaosgeneral oder wer auch immer das hatte. Dämonenprinz. Ja, der wurde dann tatsächlich zum Dämonenprinzen. Ne? Da konntest du einen einfachen Champion der Einheit konntest du zum Dämonenprinzen machen. Das haben ja viele genutzt in der 8. Edition. Ne? Ja, spielst den was Schrein. Auch gelegentlich gelungen ist. Ja, sehr oft sogar gelungen, ne? Wenn man so sieht. Durch den Schrein mit seinen 3 Würfeln. Ah ja, darfst du jede Kombination nehmen. Ah, ja. Genau, das war die Möglichkeit. Richtig, das war diese Möglichkeit von dem Schrein. Und das haben sehr viele auch, also, was ich so gesehen habe, viele haben das gemacht. Und das hat sich auch, ich meine, ein Dämonenprinz, den du dann so mal mir nichts, dir nichts, ein Champion zum Dämonenprinz gemacht, so, danke. Puh, ja, ja, was kostet der? Der kostet doch allein nur, der Dämonenprinz, um die 2. Nackig also ohne alles, einfach nur. Ja, gut, wie gesagt, das war 8 Edition. Jetzt sind wir ja bei der anderen, das geht jetzt nicht mehr, du kannst jetzt keinen Dämonenprinz mehr. Ja, natürlich, aber nur mal, ist allein von der, mal so von der Punkterelevanz. Der Dämonenprinz bestimmt war um die 200 Punkte. Bam, siehst du? Ja, das war damals genauso in der 8. Und das hast du einfach so auf dem Schlachtfeld besprochen. Hast einen Champion dazu gemacht, hast du ausgewählt und hast dann geschmissen deinen Zauberwurf für diesen Schrein. Alles klar, funktioniert. Dann darf der Champion mit den 3 Würfeln auf dem Auge der Göttertabelle schmeißen. Krass. Dann hast du dir rausgesucht mit diesen 3 Würfeln jedes Kombination aus 2 Würfeln, die du möchtest. Eine 6, eine 3, gibt eine 9, guckst du, was macht. A plus 1 Stärke. Bei 2 Sechsen hast du natürlich da einen Dämonenstand. Hallo, Freunde. Klatsch. Da hattest du einen Dämonenprinzen da stehen. Hammer. Ja. Ja, aber kommen wir mal wieder zurück zu dem anderen Thema. Wie gesagt, das ist jetzt hier, funktioniert nicht mehr. Mhm. Das Beste, was du jetzt kriegen kannst. Am besten ist es bei der Blick der Göttertabelle so ab 4 aufwärts zu schmeißen, weil dann hält es nämlich für den Rest vom Spiel an. Bei 2 und 3 der Widerstand und die Initiative sind meistens nur für die eine Phase. Also 1, 2, 3 nicht so dolle. Eins ist halt das mit der Blödheit, das will man gar nicht, ja, okay. Weil das willst du gar nicht. 2 und 3 ist so, okay, nice to have, wenn du gerade im Nahkampf bist, dann freust du dich über Initiative, wenn sie höher ist. Ja. Oder Widerstand, ne? Gerade wenn du in einer Herausforderung kämpfst, wo wir gerade das Thema Herausforderung haben. Du musst auch nicht mehr herausfordern mit Chaos, musst du nicht. Ah. Ne? Früher war das ja, du musst immer herausfordern. Du musst herausfordern, stimmt, ja. Musst du nicht mehr. Hat sich erledigt. Und ab 4, 5 und 6, das sind halt die Sachen, die drin plus bleiben. 1 Attackewert für den Rest vom Spiel, kumulativ. Das hat eine 50-50 Chance. Naja, das kann geil sein, kann natürlich auch noch voll nach hinten losgehen. Ja. Chaos halt. Chaos halt, ne? Ja. Also so eine 1250-Punkte-Truppe würde bei dir, glaube ich, jetzt aussehen, du hast Chaoskrieger drin, du hast Chaosritter drin, du hast einen Streitwagen drin, du hast einen General auf Schlachtross drauf, mit vollgerüstet, vielleicht noch eine fliegende Einheit mit reingenommen. Ja, höchstwahrscheinlich würde ich mich sowas, tatsächlich so mit einer Chimäre würde ich wahrscheinlich damit arbeiten. Ja, sowas wie Verstoßene, was hältst du von denen? Oder halt Auserkorene? Ja, so über Auserkorene, da würde ich wahrscheinlich eine der beiden Einheiten würde ich wahrscheinlich zu Auserkorene machen. Wenn mein General beritten ist, würde wahrscheinlich die Rittereinheit dann Auserkorene sein, einfach weil der Hammerschlag dann wirklich ein Hammerschlag ist. Gerade mit der Kavallerie. Tut weh. Nach vorne, ja. Naja, Kavallerie schnell nach vorne, rüber, platt machen, weiter beobachten. Ja. Hast ja auch diesen ersten Angriff und so weiter. Das kann ganz lustig sein, ja. Ja. Also, Verstoßene sind auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sind besser als vorher. Jetzt haben sie halt besondere Regeln bei den Malen. Ne?
Die kannst du ja auch besonders umbauen, erinnere ich mich dran, ne? Ja, richtig. Das ist ja so mit komischen Schlangenarmen, mit zwei Köpfen, irgendwie mit einer Axthand irgendwie, also so, ja, so mutiert einfach. Das merkst du halt allein schon daran, sie tragen zwar nur eine schwere Rüstung, ne? Aber sie haben mutierte Waffen. Und diese mutierten Waffen, das kann alles bei rauskommen. Weil immer, wenn du in einem Nahkampf beginnst, würfelst du auf einer Tabelle, um nachzusehen, was die für Auswirkungen diese also mit diesen Nahkampfwaffen, mit diesen mutierten Waffen diese Runde anrichten. Zweihandwaffe, Hellebarde, zweite Handwaffe. Nee, gar noch nicht mal so. Direkt ganz, ganz klar. Da sagt man zum Beispiel dann, das sind diese Waffen. Ach, dann musst du würfeln. Du musst darauf würfeln, ne? Das sind diese ungezügelten Mutationen. Okay, die greifen an und. Die greifen an und dann wird gewürfelt. Bei einer 1 und 2 haben sie Giftattacken. Mhm. Ne? Bei einer 3 und 4 haben sie einen Durchschlagwert von minus 2. Boah. Direkt. Scheißegal. Also, zack, 5er Rüstung ist weg. Boom. 5er Rüstung ist weg. Bei einer 5 und einer 6 haben sie sogar Todesstoß. Autsch. Ja, und das Ganze immerhin mit W3 pro Modell Attacken. W3 plus? Nix plus, nur W3 pro Modell. Aber W3 Attacken. Das würfelst du in jeder Runde neu aus? Ja. Oder nur in den Nahkampf? Immer in jeder Nahkampfrunde würfelst du das neu aus, wie viele Attacken die haben. Pro Modell. Würfel doch mal da. Du hast 5 Leute in der ersten Reihe stehen. Würfelst du für jeden in W3 und dann gucken W3. Wir mal, wobei du landest. Ich habe ja hier mal meine Würfel dabei. Ich mache das mal zum Spaß. Wir stellen jetzt mal 5 von diesen Verstoßenen auf. Mindestgröße ist erstmal 5. Gut, erstmal 5 breit, ne? So, 1, 2, 3, 4, 5. So. Und dann nimmst du die und guckst mal, was passiert. So. Naja, das ist überschaubar. Überschaubar. 1, dann haben wir hier 3. 5. 3. 5. 7. 9. 9. Und das war jetzt Durchschnitt gewürfelt. Schnitt. Genau. 9 Attacken. Jetzt erinnere dich mal, was die anderen haben. Das heißt, du hast mindestens mal 2 gehabt jetzt für jeden Einzelnen, bis auf einen. Boah. Genau, also. Das war jetzt Schnitt, du kannst natürlich besser würfeln, kannst aber natürlich auch schlechter würfeln. Ja, natürlich, aber jetzt hast du dann diese 7, jetzt hast du diese 9 Würfel, du hast ein KG von 4. Ja. In der Regel kämpfst du. Ich dachte, ja. Verstoßen am KG von 5. Nee, verstoßen am KG 4. Ach so, weil die so. Ja. Stärke 4, Widerstand 4, alles, was das Chaos so schön macht. Mhm. Ne? Ja, Nahkampfhelden halt, ne? Ja. Was vor allen Dingen auch eine geile Sache ist und gerade beim Chaos, du hast eine große Armee, sagen wir 2000 Punkte, sagen wir 2500 Punkte, ist schon mal ordentlich. Ja, das ist eine Ansage, ja. So, der Anführer, finde ich, passt auf einen Drachen. Chaos und Drachen, das ist für mich einfach wichtig. Große Monster, Chimären. Mhm. Was haben wir noch? Wir haben Champion des Chaos. Auf was für Kreaturen vor allem die reiten können. Manticore, Drachen. Genau. Du kannst den sogar auf Blutbestien Streitwagen stellen. Ja, richtig. Du hast so mannigfaltige Möglichkeiten. Halt der ganz normale Chaos Ross, wenn du willst. Ne? Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, geht das noch mit dem dämonischen Reittier? Gibt es das noch? Nee, ne? Dämonisches Reittier. Doch, da gibt es noch, tatsächlich. Monströse Kavallerie. Ja. Genau. Überleg, wie stelle ich mir das vor? Naja, am besten auf einem Base 40x60. Also eine mannigfaltige Kreatur, die irgendwas ist und setzt da dein General drauf und zählt dann einfach als dämonisches Reittier. Ja gut, wenn du dich entsinnst. Damals gab es ja dieses eine Modell, ne, mit diesem aus Zinn, wo dieser... Ach, wie hieß er denn? Der Chaos-General drauf saß, dieses Ross mit dieser riesen Schaluppe da drüber, wo die ganzen Ketten runterhingen. Ach so, ja. Das gab's ja, das war ja zum Beispiel ein dämonisches Reittier als Beispiel. Ja, das war eine mannigfaltige Figur, die mir jetzt gerade... Ja, das war so ein Pferd oder was das da war.
halt eine Nummer größer. Ja. Na, aber viele nehmen ja auch einfach als General auf dämonischem Reittier, kannst du ja auch Acheron nehmen, das Modell. Ja. Wenn man noch an den so denken darf, ne? Ja gut, das ist ein... Also Acheron war ja schon für sich schon ein geiles Modell. Vielleicht kommt das ja auch wieder. Und da war doch dieser jetzt bei... Unwahrscheinlich. Aber bei The Old World ist ja jetzt, wie gesagt, die Schlacht um Prag, beziehungsweise der Angriff des Chaos, der erste große Angriff des Chaos. Der Anführer von dem Chaos, auch so ein Armeebuch, 6. Edition, Krieger des Chaos. Da war diese Agra-Klinge. Das war ein ganz besonderer Name. Mir fällt er nicht ein. Agra-Klinge. Das gibt es auch nicht echt. Wenn die Zeit vergeht, dann vergisst man manchmal manche Namen und so. Ja. Also, bei einer großen Armee, ein Anführer des Chaos, ein Kriegsherrn des Chaos, auf einen Drachen zu setzen, ist ein Hingucker. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur ein Hingucker. Tut weh. Ja, wenn der kommt, weiß ich, dann ist Feierabend. Ja, was heißt, wenn er kommt? Du darfst nicht vergessen, jetzt bei The Old World ist es ja jetzt so, dass du, dass die ja nur noch ein Profil haben. Wenn du ihn auf ein Reittier setzt, verbesserst du das Gesamtprofil. Mit Lebenspunkten, mit Widerstand, mit weiß was ich was allem. Das verbesserst du. Ne? Und deswegen, die haben auch einen gemeinsamen Rüstungswert zum Beispiel dann. Und es wird immer das gesamte Modell abgeräumt. Richtig. Also du kannst nicht sagen, ich schlage jetzt nur auf das Reittier. Du kannst jetzt nicht sagen, ich schieße mit der Kanonenkugel dir den Drachen unter dem Arsch weg. Das funktioniert nicht. Früher ging das. Ja, ich weiß. Früher war es auch ein Würfelwurf, der das entschieden hat, was wir sind wieder im Frühjahr. Merkt ihr es? Wir sind wirklich alte. Ja, deswegen. Mittlerweile geht es halt nicht mehr. Und deswegen ist auch diese monströsen Reittiere für deine Generäle oder für deine Charaktermodelle, sagen wir es mal so, wieder sehr stark im Kommen. Das ist eine richtig starke Geschichte, was sie da loslegen können. Weil du hast ein Profil, einmal Rüstung, einmal Rettung. Das kannst du alles durch magische Gegenstände wieder mitnehmen. Also, da ist also viel Schutz dahinter. Ne? Das heißt, das blöde Vieh kommt auch noch irgendwie an. Ja, gerade durch Fliegen. Ja. 20 Zoll ist schon mal so... Darf der Drache 20 Zoll? Also, Fliegen 10. Also, der ist ja auch wieder das Klammern. Ja. Da steht Fliegen 9, Fliegen 8. Ja, dann ist klar, dann darf er nur so und so weit. Aber zählt ja auch als Marschieren dann, ne? So ein bisschen. Ja. Genau. Ne, aber der Drache hat auch Fliegen 10, tatsächlich. Ja. Großer Drache. Großer Drache. Ja. Ist halt wirklich ganz nett. Ja, und was halt auch mittlerweile richtig zum Standard geworden ist, gerade bei The Old World, weil wir es gerade ja vom Drachen haben, das sind ja auch seine Atemwaffen. Das war ja in vorherigen Editionen oder in der letzten Edition, sagen wir es mal so, war es ja genauso. Eine Atemwaffe durfte einmal im Spiel abgefeuert werden. Völlig unsinnig fand. Ja, und das ist jetzt raus. Jetzt kannst du jeden Zug oder jede Runde, wenn du wieder dran bist, kannst du tatsächlich mit der Atemwaffe eine Attacke durchführen. Auch im Nahkampf, ne? Nein, Nahkampf nicht mehr. Das haben sie rausgenommen. Na, das ist nämlich der Unterschied. Das war der Unterschied zu vorher. Vorher durftest du auch sagen, okay, du machst dann, was weiß ich, 2W6 Treffer mit deiner Atemwaffe im Nahkampf. Das ist jetzt raus. Dafür darfst du jetzt diese Tropfenschablone legen und kannst gucken, was du triffst. Mhm. Aber das darfst du jede Runde machen. Das heißt, du bist auch nicht gezwungen, dann in den Nahkampf zu gehen, weil der zweiköpfige Chaosdrache, der hat ja seit jeher immer diese zwei Arten von Atemwaffen gehabt. Das eine war Säure, glaube ich, das andere war Feuer, oder? Ja, gut, jetzt heißt es ein bisschen anders. Da jetzt ist es einmal dunkles Feuer und einmal beißender Qualm. Ja, gut. Ja. Einfach nur ein bisschen verändert, ja. Aber. Ja. Geile Sache auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, dass diese ganzen Kreaturen, die es jemals irgendwie in der Warhammer-Welt gab, dass die in diesem einen Buch vorkam, Sturm der Magie. Erinnerst du dich daran noch? Ja.
Da hast du ja alles gefunden. Chimären, Manticore, Drachen. Da war ja auch die Cockatrice mit Cockatrice, drin. Genau. Und noch andere Kreaturen. Von Einhörnern über Hirsche, über Lindwürmer und alles Mögliche war da drin. Mhm. Saugeil. Und ganz klar finde ich es halt schön, dass man halt dadurch so ein bisschen Nachschlagewerke hatte. Mhm. Und jetzt mit The Old World, vielleicht kommt da ja noch mal so was wie ein Kreaturen-Kompendium oder so. Also es wäre prädestiniert dazu, finde ich. So, weil die haben jetzt schon alles fertig, ne? Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Jetzt lass erstmal die ganzen Völker ihre Arkan-Journals kriegen und dann gucken wir mal weiter. Ja. Mir wäre eher wichtig, dass sie noch manche Armeen auch von der Reservebank holen. Das wäre viel interessanter, ja, ne? Ja, die Oger, Echsenmenschen, Vampire, Skaven. Hey, Dunkelelfen, hallo? Ja, die mein auch. Kanan muss mal wieder was zum Morden und zum Schlachten kriegen. Ja, kriegen. Die auch. Eine Sache haben wir noch. Nur eine. Chaos hat mehr. Ja. Was mir jetzt noch einfällt, sind diese Chaoshunde. Ich weiß, du bist ja eigentlich nicht so der Freund davon. Ja, aber bei den Kriegern ist es halt was anderes, ne? Wohlgemerkt, die Chaoshunde gibt es auch bei den Tiermenschen, aber richtig. Hier bei den Kriegern des Chaos sind die nochmal ein bisschen anders. Die haben ein bisschen was dazu bekommen. Ja gut, also sie erst einmal so nicht. Aber was sie sehr interessant macht, ist der Chaoshund-Treiber, den man jetzt dafür kriegen kann. Chaos-Ritter, Chaoshunde. Genau, und dann gibt es den Chaoshund-Treiber. Genau. Also ich habe vor Ewigkeiten habe ich mir mal so eine Chaoshunde-Einheit gemacht und da habe ich so einen berittenen Chaos-Barbaren auf einen der Hunde gesetzt. Ja, daran musste ich auch denken, als ich das erste Mal gelesen habe. Wohlgemerkt, ewig her, dass ich das gemacht habe. Ich bin einfach nur so symbolisch auf so einen Hund gepackt und davon habe, das ist irgendwie der Anführerhund. Fertig. Richtig. So. Und was ich halt wirklich richtig gut finde bei dem, er wird als Aufwertung tatsächlich gesehen von den Chaoshunden. Das heißt, den kannst du irgendwo dann in deine Chaoshund-Einheit stellen, ist egal wie. Er ist reguläre Infanterie, damit keine Bestien. Mhm. Und damit kannst du sogar den Armeegeneral seinen Moralwert auf ihn beziehen, weil er gibt den Moralwert dann weiter an die Hunde. Das ist also eine Aufwertung für so eine... Für eine Hundeeinheit. Für eine Chaoshundeeinheit. Okay. Wenn du so 10 Stück hast, spielst du dann, sagst du dann, okay, ich kaufe dann für plus 15 Punkte. Deswegen steht auch hier plus 15 Punkte, weil es eine Aufwertung ist bei den Hunden. Das heißt, du wählst die Hunde aus und dann sagst du, für 15 Punkte mehr kriegst du einen Chaoshund-Treiber. Fertig. Das ist wieder so eine schöne Sache. Du hast eine Aufwertung, genau. Aber du hast kein spezielles Modell dafür. Richtig. Das finde ich interessant. Das heißt, da wird... Also ist dann wieder das gefragt, was du dann da machst mit deiner Umbauerei. Genau. Das ist dann wirklich... Ja. Ich meine, wenn man das mal so sieht, ja, wir sind ja mit The Old World, also das wird in vielen Ecken gesagt, sind wir in einem Spezialistensystem. Mhm. Ja, also so ähnlich wie Mordheim früher oder so, wurde immer gesagt, das sind Spezialistensysteme. Aber ich finde, wenn du so Sachen hast, jetzt gerade wie diese Chaos-Hundetreiber, finde ich, das animiert doch gerade dazu, dass man sich solche Sachen selber baut. Und du hast ja auch hier die Bodengröße, ne? Ist hier 30 auf 30 mm. Richtig. Und die Chaoshunde sind 25 auf 50 mm. Richtig. So. Aber es war ja seit jeher kein Problem, dass du die in dieselbe Einheit stellst. Was weiß ich, rechts daneben oder so, direkt in die erste Reihe. Kannst du ja machen. Mhm. Na gut, muss man sich halt den Sammelboden dazu bauen halt. Ne? Richtig. Und dann ausmessen und dann... Und das ist vor allen Dingen was sehr interessant ist. Der Chaoshund-Treiber. Der hat tatsächlich auch die Treiberregel aus dem Hauptregelwerk. Treiber? Genau. Ah ja, stimmt. Mhm. Ne, früher hieß es Monster und Treiber, jetzt nur noch Treiber. Ja.
Und der sagt dir dann auch, wie du ihn einsetzen musst, damit die ganze Nummer fusioniert. Also, wir haben einmal die Sonderregeln durch Deckung bewegen, Einzelgänger, mal des ungeteilten Chaos, Treiber und Vorhut. Vorhut, okay, klar, wir können uns nach vorne bewegen. Treiber, gucken wir gerade genau, mal. Genau, da steht das dann drin mit den ganzen, dass du den Moralwert verwenden kannst. Das steht unten drunter. Mhm. So, als genau. Sonderregel. Dass du den, dass er als Aufwertung gezählt wird und so weiter. Diese ganzen, wie du ihn einsetzen sollst, steht dann da drin. Mhm. Ne, wie es funktioniert. Ja, also Chaoshund kostet 6 Punkte. Ja, wenn wir 10 Stück, haben wir 60 Punkte. Ne, da steht dann auch zum Beispiel, dass du ihn während der Aufstellung, den Chaoshundbetreiber, stellst du während der Aufstellung mit seiner Einheit Chaoshunde auf, wie du es mit einem Charaktermodell tun würdest. Das heißt, in die erste Reihe, stellst es vorne rein, glücklich sein. Von mir aus rechts oder links nebendran. Mhm. Das ist einfacher. Ne? Und dann die Chaoshunde dann so plötzlich positionieren, wie man sie gerne hätte, in der Anzahl, die man dann hat. Ne? Kommt ja immer drauf an. Finde ich eine coole Sache. Vor allen Dingen, du kannst ihm ja auch hier eine zusätzliche Handwaffe geben oder Peitsche. Kostenlos. Jo. Genau. Wie geil ist das denn? Ja gut, du hast einmal die Aufwertung plus 15 Punkte. Genau. Einmal 15 Punkte und du hast direkt auch das Mal des ungeteilten Chaos dabei. Also, du schießt da, du schießt ihm jetzt 3 Hunde raus. Ja. Das heißt, du darfst den Paniktest mit Moralwert von 6 darfst du wiederholen. Hm. Nee, mit Moralwert 8. Die Chaoshunde verwenden den Moralwert vom Treiber. Siehst du? Weil es eine Aufwertung ist. Und den darfst du wiederholen. Und den darfst du wiederholen. Krass. Das ist wirklich was. Deswegen, da ist das wiederum sehr interessant. Ja, dann werden die Hunde ein bisschen teurer. Aber dann überlegst du auch vielleicht, naja, ich nehme halt jetzt keine 5 Modelle, ich nehme, was weiß ich, 8 Modelle als Beispiel. 8 Modelle, ja. Und man kann denen ja auch zähe Haut geben, dann haben sie sowas in Rüstungswurf, ne? Ja. 6er Rüstung, Giftattacken, Vorhut können sie noch kriegen. Ah, für plus 5 Punkte. Die Vorhut. Ein bisschen teurer, ja. Ja, pro Einheit. 5 Punkte pro Einheit. Egal wie viele Modelle das sind. Ah, pro Einheit, siehst du? Und genau. Das andere war Modell. Ah, genau. Richtig. Genau. Okay. Und da steht dann auch, jede Einheit kann ein Chaoshundetreiber begleitet werden. Für plus 15 Punkte. Steht da als Aufwertung mit dabei. Ja. Klarer Fall. Geregelt. Wie es so schön heißt. Ja. Jo. So. Genau. Gut. Sind wir eigentlich mit dem Chaos soweit durch? Ich glaube, das einzige... Ja, wir haben halt jetzt so die manche Einheiten jetzt nicht so genau betrachtet, muss man jetzt einfach mal sagen. Also da waren wir bei anderen Völkern ein bisschen spendabler. Ja. Aber was soll man noch großartig zu den Herrschaften in Dosen sagen, ne? Ja, die gehen halt nach vorne und kloppen den Feind einfach in den Dreck. Sie haben ein paar nette Mechaniken, die ganz gut funktionieren. Aber das meiste ist halt wirklich nur nahkampflastig. Also nach vorne gehen, draufhauen, weiter beobachten. Und mit ein paar Einheiten haben sie halt die Möglichkeit auch über Flanken anzugreifen, beziehungsweise auch ein bisschen taktischer vorzugehen. Also aber ansonsten ist es stupide nach vorne schieben. Ja, rein. Also die Geschwindigkeit ist entscheidend. Also du kannst Kavallerie haben, du kannst Flieger drin haben. Du kannst generell Trolle drin haben oder die Drachenoger, die generell schon schneller laufen können. Richtig, du hast auch mit den Chaos-Ogern zum Beispiel, hast du ja auch drin. Ja. Was ich sehr gut finde, ist, dass da auch dann so ein bisschen Ogerregeln noch mit reinkommen, dass man sieht, wie die bei The Old World funktionieren, wenn man nicht gerade des Englischen mächtig ist und liest sich die Legend-Regeln durch von den Ogern. Na, hier kriegt man so ein bisschen erklärt, wie sie funktionieren. Ist ganz nett. Auf jeden Fall. Also Chaos-Oger würde ich auch wahrscheinlich machen. Warum nicht? Mit ihrem Oger-Angriff, das ist schon immer lustig. Das Gute ist, wir haben ja auch dann hier diese Gaben des Chaos. Das sind so ziemlich auf der Seite 77 im Kriegerische Hordenbuch. Ja. Ne? Ja, 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 die Gaben des Chaos. Während sich die Champions des Chaos durch die Schlachtfelder der Welt metzeln, ziehen ihre, vor allem metzeln, ziehen ihre Taten die Aufmerksamkeit der Mächte der Verdammnis auf sich. Das ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch, denn viele Mutationen, die den Göttern gefällig sind, sind für jene, die damit belegt werden, ein Gräuel. Richtig. Okay. Richtig.
ja, wenn ich mir überlege, so kannst in der ersten Runde bist du gesegnet, du kriegst eine Attacke dazu, was weiß ich alles. Und im nächsten Moment so Chaosbrut. Ich bin ein mächtiger Anführungskraft. Nein, jetzt bist du eine Chaosbrut. Genau. Zum Brutendasein, verdammt. Genau. Giftiger Schleim, diabolische Pracht, verzauberte Augen. Also lauter Gaben, die du deinem Anführer geben kannst. Ja. Und am besten natürlich optisch darstellen. Ja. Ja, wenn das halt alles so funktioniert. Aber eine Sache haben wir tatsächlich noch vergessen zu erwähnen. Was denn? Und zwar bei den Kriegern, beziehungsweise bei den Auserkorenen. Zwischendrin mal Prost. Ach ja, richtig. Da ja. War ja was. Genau, wir sind eine ganz trockene Kehle. Ja, wir sind im Wirtshaus zum schiefen Rat. Ja. Vergesst deine Reden nicht. Ja, vergesse ich schon nicht. Keine Panik. Ja, und zwar das Thema Chaosrüstung. Chaosrüstung, richtig. Na, weil früher hatten sie ja immer die Chaosrüstung an. Das war ja so die Plattenrüstung von den Chaosjungs. Das ist ja jetzt nicht mehr, weil wie wir ja vorhin gelernt haben, sie tragen ja schwere Rüstung. Ja, früher war das immer eine Viererrüstung. Jetzt funktioniert die ganze Nummer ein bisschen anders da. Das ist nämlich jetzt keine Rüstung per se mehr, sondern das ist eine Sonderregel. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Also ich wusste, dass die Chaosrüstung und Schwerrüstung haben, aber... Genau, Chaosrüstung gibt halt jetzt an, dass die einen Rettungswurf automatisch damit bekommen. Rettungswurf. Richtig. Und zwar steht nämlich bei der Sonderregel dabei, zum Beispiel bei den auserkorenen Rittern, Chaosrittern, steht unten drin Chaosrüstung, Klammer auf, 6 plus, Klammer zu. Das heißt, sie kriegen automatisch einen Rettungswurf noch mitgeliefert. Das ist ja ähnlich wie bei den Bretonen, ne? Mit dem Beten, nur dass die es automatisch haben. Ja, also bei den Bretonen musst du halt beten. Ja. Hier musst du halt nicht beten, großartig. Ja. Außer du musst halt nur auserkorener sein. Ne, also irgendwas mal geleistet haben in deinem Leben. Das ist ein geiles Bild hier auf der Seite 80. Triumph und Treuebruch. Das war mal ein Kampagnenbuch. Siehst du einen richtig geilen Krieger des Chaos und hier unten ein Zwerg, der dem Krieger des Chaos bei ihm so ein BAM das Schild zerdeppert. Yep. Also Hammer. Entschuldigung, das war jetzt kurz Im wahrsten Sinne des Wortes der Hammer von dem Zwerg. Ne? Wir bleiben bei den Sonderregeln. Okay, also, ja, Chaos-Rüstung. Also wie gesagt, die Chaosrüstung gibt halt an, dass sie einen Rettungswurf dazu bekommen. Ne? Also nicht nur ein vierer Rüstungswurf, sondern auch ein Rettungswurf. Also nur die Ritter oder was? Ja, also die Ritter, also die Auserkorenen, die haben das. Es haben unter anderem auch die, wie du vorhin schon, die Verstoßenen, die besitzen das auch tatsächlich. Ja, siehst du? Ja, also die haben sogar einen 5-Pluser Retter. Die Verstoßenen. Dafür sind sie halt teurer. Hm. Ja, aber es ist halt nicht mehr automatisch als Plattenrüstung zu erkennen, ne? Früher war es ja direkt die Plattenrüstung. Ja, jetzt ist es halt nur noch die Rüstung, was oben dabei steht. Und als Sonderregel gibt es halt einen Rettungswurf. Wenn ich die sehe, das ist für mich eine Vollharnisch. Also. Ja, wie gesagt, die normalen auserkorenen Chaoskrieger, die tragen auch nur schwere Rüstung. Darfst ihnen aber sogar eine Plattenrüstung kaufen. Also, ich muss zugeben, das war etwas, was viele Chaos-Spieler Kopfschütteln bereit hat. So dieses, wie, die Krieger des Chaos. Also so die Elite-Kämpfer schlechthin, die laufen mit einer schweren Rüstung rum. Ja, das ist richtig, aber bei dem Magier hat es mich schon gewundert. Das hatten wir ja schon festgestellt bei der, wo wir die Liste veröffentlicht, also rausgegeben hatten ja. Für das Testspiel. Wo wir gesagt haben, so, oh, der Hexer des Chaos in seiner leichten Rüstung. Ja, klar. Das Witzige ist tatsächlich, bei der Sonderregel Chaosrüstung steht allerdings auch dabei, wenn die einen Hexer besitzt, diese Sonderregel, dann darf er sogar zaubern da drin. Ich wusste, ich habe es irgendwo gelesen. Er darf zaubern? Yep. Wenn er diese Chaosrüstung hat, weil der hat von Haus aus einen Rettungswurf von 5 plus ein Chaoshexer. Ach, das steht beim Chaoshexer selber? Beim Chaoshexer. Chaosrüstung 5 plus. Und er darf zaubern. Und er darf zaubern mit dieser Chaosrüstung. Und hat einen Rettungswurf automatisch schon von 5 plus. Das heißt, du kannst dich mit der Ausrüstung auf andere Sachen versteifen, um eventuell... Du kannst noch ein Schild geben? Nö, das steht da ja nicht drin. Aber er darf Ausrüstung bekommen? Ja, du darfst magische Gegenstände auswählen. Also zum Beispiel einen verzauberten Schild. Ein Bleistift. Jo. Das musst du dir mal reinziehen. Du nimmst einen Chaoshexer, also einen Zauberer, wo...
eigentlich nicht erlaubt ist zu zaubern oder dass man es eigentlich nicht kann. Also jeder andere Magier kann das nicht. Dass du halt diesen Rettungswurf bekommst über die Chaosrüstung. Stimmt. Ne? Das ist halt, du hast von Haus aus schon einen 5er Retter. Nimmst einen verzauberten Schild mit, wie du schon so schön gesagt hast, dann kriegst du noch einen 5er Rettung, also 5er Rüstungswurf. Als Beispiel. Wenn du überlegst, früher hieß es dann, das verzauberte Schild zählt nur als normales Schild. Nur, dass du einen 6er Rettungswurf dazu kriegst. Ach so. Oder? Ja, kann nicht, dass ich jetzt was Verkehrtes sage. Mensch, wir haben alles hier. Ja, ich meine ja, da war was. Das haben sie ja auch geändert. Gibt nicht mehr plus 2 auf die Rüstung. Das, genau, das war früher. Nee, aber du könntest das zum Beispiel nehmen. Ja, wäre zwar etwas Verschwendung, aber da gibt es mit Sicherheit... Ja, einfach nur, um das darzustellen. Um den Schild halt darzustellen, meinst du? Ja, hier, das hier, Glücksbringerschild, verzaubertes Schild, genau. Der verzauberte Schild ist ein Schild. Ja, mit einem 6er Rettungswurf. Zusiegträger, 6er Rettung gegen jede erlittene Verwundung, die durch eine nicht magische feindliche Attacke. Ja, aber wenn du schon einen 5er Rettungswurf gegen alle erlittenen Verwundungen hast, was willst du dann mit dem? Ja. Es wird nicht besser. Du hast einfach nur um 1 besseren Rüstungswurf. Ja, das ist eben das. Aber dann kannst du auch ein paar Punkte sparen, indem du ein glücksbringendes Schild nimmst. Da darfst du wenigstens sogar noch was, glaube ich, wiederholen, oder? Glücksbringendes Schild ist ein Schild. Klar. Ja. Zusätzlich hat der Träger den ersten Mal einen Rettungswurf. Einmal im Spiel ein 5er Rettung gegen eine einzelne erlittene Verwundung. Ja, der Unterschied ist halt, der kostet nur 5 Punkte. Ja. Also wenn du unbedingt ein Schild willst. Den hast du aber nur einmal. Ja, aber der Schild bleibt ja trotzdem da. Es geht ja nur um den Rettungswurf von 5 plus. Den hast du sowieso. Aber nur wenn du jetzt unbedingt aufs Schild hinaus willst, um dem Hexer das Schild mitzugeben. Dann kannst du das machen. Für 5 Punkte, warum nicht? Das finde ich krass. Also keine andere Armee darf das. Also kein anderer Magier bei The Old World darf das. Ja, vor allen Dingen darfst du nicht vergessen, der Hexer des Chaos, der hat ja auch verzauberte Waffen. Schon mal automatisch hat er magische Attacken und einen Durchschlagswert von minus 1. Einfach so, weil er es kann. Verzauberte Waffen. Viele der auserwählten Champions der Chaosgötter tragen verzauberte Waffen, deren schwere, schwarze Klingen mit finsteren Runen versehen sind, die vor infernalischer Macht leuchten. Ja. Also Chaos absolut übermächtig. Ja, was wie gesagt, das kann einiges. Also da sind ein paar ganz nette Sachen dabei. Ja. Und wenn man überlegt, früher hattest du mit den Chaoskriegern, hattest du so zwar einen Chaosrüstung, da hieß es, ja, sie haben eine 4er Rüstung. Mit Schild. Mit Schild und 3er Rüstung. Ja. Jetzt sagt man, okay, gut, Auserkorene, gut, mache ich genauso. Ich kaufe ein Schild, ich kaufe die Plattenrüstung und habe automatisch noch einen 6er Rettungswurf im Petto. Was du jetzt automatisch hast. Ne? Das ist schon ganz nett. Und gut, das Schild kostet halt wieder was, oder? Ja, Schild kostet noch was. Aber der Rest kann dir doch egal sein. Zum Schluss würde ich jetzt sagen, nochmal die Lehre des Chaos hier drin. Also Chaos und Magie gehört genauso zusammen wie Chaos und Drachen, finde ich. Ja. Oder Monster. Ja, sagen wir besser Monster. So, Magie für das Chaos. Ja, da sind wir ja wieder... Wir haben Zinsch, wir haben Slanisch, wir haben Nörgel. Genau, Zaubern. Vergiss nicht das Ungeteilte. Ungeteilte, also... Das hat ja auch noch einen Zauber. Ja. Wenn ich es noch richtig im Hinterkopf habe. Ja, genau, also, die Winde des Chaos. Die Winde des Chaos. Lehre des Chaos, Chaos-Exe halten. Genau. Das ist wie gehabt. Du bestimmst den Zauber aus einer gewissen Lehre und dann kannst du dort Zauber tauschen gegen einen Zauber aus dieser Lehre des Chaos. Das ist einmalig möglich. Wobei ich jetzt auch sehe, dass das halt viel, dass der Chaoshexer viel zum Supporten macht. Ja, was zum Schießen, okay. Ja gut, es kommt immer drauf an, was du auch später hier noch auswählst. Bei den, was darf der Hexer rauswählen? Elementarismus, Zerstörung, ja, der kann verschiedene, was auch immer. Wo haben wir es? Kampfmagie, Dämonologie und schwarze Magie kann er wählen. Ja. Mhm. Und dann darfst du nicht vergessen, wie gesagt, du hast schon von Haus aus ein 5er Rettung. Das heißt, du musst ja nicht über Rettung in erster Linie Gedanken machen. Und dann kannst du dir hier zum Beispiel bei den Artefakten, gibt es zum Beispiel einen Zaubergefährten. Ein Homunculus, hat man früher gesagt. Ja, der Homunculus von früher. Aber hier kostet er 15 Punkte. Du besitzt einen Zaubergefährten,
Er kennt einen Zauber mehr, als für seine Magiestufe normal wäre. Genau, das war sein Homunculus damals. Und richtig, das ist das, was der Homunculus damals konnte. Die konnte man damals mit so kleinen, lustigen Figürchen darstellen. Die waren so putzig, weil es waren hier so kleine Helferlein. Der eine hat mich irgendwie ein Buch geschleppt. So ja. 3-4 Bücher irgendwie so hinter dem Meister her. Der nächste hat irgendwie, glaube ich, so einen Bücherkarren irgendwie genau. Hinter seinem Meister hergeschoben. Und es hieß damals, diese Figuren sind unzerstörbar. Also, ja, es ist halt Ausrüstung. Ne? Es ist halt Ausrüstung, die es war einfach nur goldig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Mächtigen Chaos-Hexer dann da, das ziehen und die Schlacht tobt und siehst du diesen kleinen Homunkel. Ich hab ihn dann in die Bücher gebracht. Ja, aber wenn du dann halt siehst, ne, durch den Zaubergefährten für 15 Punkte kann ich einen zusätzlichen Zauber lernen. Das heißt, ich kann aus einer Liste wähle ich 3 Zauber aus. Keine 2, wenn ich Stufe 2 bin. Stufe 2, ne? Und dann, ja. dann kriegst du das Ganze für 15 Punkte. Tja. Und da ist dir der Rest nämlich dann auch mal egal. Sehr schön. Ah ja, also, weiß nicht. Also, so, ich sehe gerade auf unserer Zeit, wir verabschieden uns heute mal. Jetzt bis zum nächsten Mal. Wir sagen mal winke, winke, meine lieben Zuhörer, Zuschauer. Wir quasseln nächste Woche auf jeden Fall weiter. Ja? Genau. Genau. Und es gibt bestimmt noch so einiges, was wir über das Chaos noch plaudern können. Das werden wir bei einer nächsten Gelegenheit mal auffassen. Ihr könnt das natürlich. Richtig. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn wir über das Chaos plaudern, was ihr da gerne noch hören möchtet oder so. Sind wir mal gespannt auf eure Rückmeldungen, was wir das hier so Feedback, machen. Das Feedback, genau. Also, König auf den Berg, nochmal in Prost. Aber auf sicher. Genau, und jetzt freue ich mich wieder auf die schöne Abspielmusik. Da ist sie wieder. Genau. Also, Prost, liebe Hobbyleuts. Und auf bald. Bis zum nächsten Mal. Von nah und von fort, mit Bier und Gesang, bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein. Ein Halbling erzählt von Gefährten und nem Ring, von Abenteuern mit diesem komischen Ding, von Feuer, den Drachen und Orken gesocks. Im Wirtshaus zum schiefen Rat klingt's laut aus der Box. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, oh welch ein Ort. Da treffen sich Helden von nah und von fort. Mit Bier und Gesang bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein. Magier und Krieger, sie heben den Krug. Stoßen an auf Freundschaft, auf Glück und auf Mut. Inmitten des Trubels, da gibt es kein Trug. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da lebt sich so gut. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, oh welch ein Ort. Da treffen sich Helden von nah und von fort. Mit Bier und Gesang bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein.